Leute, willkommen beim zweiten Part von dem, ja, ich sag mal Nebenquest-Abenteuer. Wir machen noch in diesem Part ein paar Nebenquests. Was ist denn das für eine Musik hier eigentlich überhaupt? Finde den neuen Anzug. Das ist jetzt mit Sicherheit was, was relativ schnell gehen wird. Die Sonnenuhr hatte ich, glaube ich, nicht beim letzten Mal noch aktiviert. Das können wir noch machen. Und so ein, zwei kleinere Dinge noch. Vielleicht brechen wir aber auch jetzt schon dann zum letzten Weltenfresser auf. Das Ding ist, ich habe nicht so wirklich so einen Anhaltspunkt, oder? Niemanden mehr, mit dem ich sprechen muss oder so. Laufe ich jetzt einfach in Richtung des letzten Weltenfressers oder nicht? Ne? Das muss man halt wissen. Das nenne ich mal stilvoll. Steht dir gut. Ernsthaft? Finde ich schrecklich. Das ist super spitzenmäßig. Finde ich jetzt nicht, dass das so krass aussieht. Aber wenn es richtig... Was kriege ich da die ganze Zeit Nachrichten? Was soll denn das? Was ist denn das? Hä? Was ist denn das? Das ist aber schon in-game, oder? Ja. Was ist das? Das habt ihr auch gehört, oder? Ich bin nicht verrückt. Ja, immer wenn ich im Inventar bin, irgendwie weird. Oh. Das ist niedlich. Ja, die ist auch besser. Boah, die hat richtig viel. Boah, die muss ich... Okay, die sieht schrecklich aus, finde ich, aber die ist tatsächlich krass. Die ist tatsächlich ziemlich krass. Der Rucksack ist besser. Hier hätten wir auch mehr Rüstung. Ja, Rüstung ist schon wichtig und richtig, um weniger Damage zu kriegen, ne? Den Rest lassen wir, denke ich mal, einfach so. Ach so, wegen seinem Laden, oder? Ist bestimmt wegen seinem Laden. Wo waren jetzt nochmal die Sonnenuhr? Da. Gott, ist das schon wieder so weit weg. Na, relativ weit. Genau, es gibt auch mehrere Sonnenuhren. Da benutzen wir jetzt einfach mal nur mal einmal die. Dann haben wir mal gesehen, wie es geht. Ja, die Ladezeiten sind so ein bisschen, sind noch so ein bisschen lang, ja. Wie gesagt, also es gibt wirklich nicht mehr viele negative Sachen an dem Spiel, meiner Meinung nach. Das meiste hat sich wirklich so im Laufe der Zeit wieder komplett ausgeglichen. Die Ladezeit wäre vielleicht noch so eine kleine Sache, die vielleicht beim Let's Play ein bisschen nervig ist, weil ich will es jetzt nicht rausschneiden oder sowas. Ihr sollt ja auch die guten und schlechten Seiten eines jeden Spiels hier sehen, deswegen schneide ich auch nichts, ne? So, also was soll ich jetzt hier machen? Die Sonnenhelle ist nicht richtig ausgerichtet. Auf was soll sie denn zeigen? Ich verstehe das gerade nicht. Ach so, dass keine Sonne mehr zu sehen ist. Okay. Siehst du, wohin das Licht zeigt? Das hatte ich jetzt einfach mal... Oh Gott. Das habe ich jetzt einfach mal auf gut Glück vermutet. Dass es jetzt gestimmt hat, war so mehr oder weniger glücklicher Zufall. Was ist das denn hier? Das ist wirklich wieder so ein Scheißgebiet. Folge dem Licht. Kann ich nicht hier irgendwie... Muss ich da echt durch dieses ekelhafte Gebiet oder kann ich auch... Nee, ich muss da irgendwie jetzt durch. Komme ich da durch? Mein getreues Reittier. So, kriege ich hier Damage. Ich müsste hier eigentlich eine richtig starke... Ist das hier Hitze? Weil ich habe nämlich... Ich habe doch eine Hitzeresistenz. Die ist doch sogar sehr stark eigentlich, oder nicht? Ja, 76. Ey, ich wünschte, die wäre 100. Kann ich noch irgendwie... Nee, ich habe gar keine Biopunkte mehr. Scheiße. Ja, dann können wir hier nicht durch. Dieser Bereich ist zwingend heiß. Wenn du ihn betreten willst, was? Solltest du etwas haben, das dich kühlt. Was? Ein Hitzezonen? Ein Hitzeanzug? Wo? Wenn der hier direkt in der Nähe ist, dann hole ich mir den. Dann können wir nämlich durch Hitzedinger durch. Wow, yo. Okay. Never mind dann. Wo ist der denn? Jo, da. Da ist der. No. Aber wir müssen da irgendwie hinkommen. Da müssen wir irgendwie auch ohne durch dieses Gebiet hier zu laufen hinkommen.
Ja, wenn ich noch mehr auf Hitze gegangen wäre, wenn wir 100% töten, dann wäre es, denke ich mal, gar kein Problem mehr, ne? Aber ich glaube, da kann ich einfach rumreiten. Das ist jetzt hoffentlich nicht so ein riesiges Gebiet. Gib ihm einen kleinen Klaps und los! Kein Klaps. Der reitet auch so. Ja, okay, das war jetzt nicht der Rede wert. Passt schon. Also, das Licht führt mich in diese Hütte hier, oder was? Nee. Nicht in die Hütte, sondern woanders hin. Hier sind aber auch noch Leute. Was macht ihr denn da? Sagt, während die Blätter vom Baum des Lebens fallen, solltest du dir die Zeit nehmen, um zu genießen, was du hast. Ja, ihr vielleicht. Ich kann das nicht. Ich verhindere das nämlich. Wirklich jeder liebt Kuddels Jus. Er ist so gut. Er beschafft die Zutaten aus der ganzen Welt und es ist erstaunlich köstlich. Wo finde ich denn diese Kuddel? Oder Knuddel? Hat der Maschala gesagt gerade? Also könnte er überall sein. Ach, Knuddel ist der Typ. Kuddel ist nicht leicht. Ah, und da heißt doch Kuddel. Also mit dem ganzen Namen hier. Okay, Kuddel finden ist die nächste Mission, ja. Wenn du nach ihm Ausschau hältst, solltest du ihn finden. Kauf ihm dann schnell einen Jus ab, bevor er keinen mehr hat. Gut, mach ich. Glaub, dass es anderen auch so geht. Suche Kuddel auf. Ja, okay. Das machen wir dann auch noch. Wir schauen uns mal hier ein bisschen um. LOL. Schnapp es dir und renn so schnell. Ein Rennband. Anders als bei der Muckibude gehe ich einfach mal davon aus, dass wir mit diesem Rennband unsere Schnelligkeit. Agilität, ja, tatsächlich, lol. Nice. Ey, das ist so cool. Also diese offene Welt mit diesen Ruinenhäusern und diesen besonderen Orten auf der Karte, wo man seine Attributspunkte erhöhen kann, das sind alles Sachen, die mir sehr, sehr gut gefallen beim Spiel. Bin ich ehrlich. Der Baum des Lebens steht noch. Fragt sich nur. Level 15. Kommt mir ja nie wieder in die Quere hier, ja? Haut ab und kommt nie wieder, sag ich zu euch nur. Ihr seid Witzfiguren. Wir sind auch fast Level up, ne? Kann nicht mehr lange sein. Ach, wir waren sogar schon Level up. Nee. Wir können ja nicht 1000 EP von denen gerade gekriegt haben. Was ist denn das hier? Sieh dir diesen Kritzelstein an. Was wohl dahinter steckt? Okay. Glitzergras riecht nach einem Nonnennest, oder? Ein kleines Höhlchen. Aber wir haben die Nebenquest jetzt abgeschlossen. Das heißt, ich muss da theoretisch nicht reingehen. Und um ehrlich zu sein, sieht es auch nicht so aus, als will ich da jetzt einfach runterspringen, oder? Weil da ist Wasser. Ich belasse es mal dabei, dass wir die Nebenquest abgeschlossen haben, indem wir diese große Höhle hier gefunden haben. Entweder ich schaue in einem anderen Part nochmal darin vorbei. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ansonsten tut ihr es gerne auch. Und schaut an, was da drin ist. So, wir haben gerade eben frisch natürlich noch eine neue Nebenquest reingekriegt. Finde Klick, um die Klonfoss zu stronken. Also stärker zu machen, I guess. Folge dem Pfad, finde, suche Schubser. Ja, wir haben noch so ein paar Sachen, wo wir hier Leute finden sollen. Finde das Leuchtfeuer, genau. Machen wir zuerst mal, finde das Leuchtfeuer mit diesem Typ. Das war das erste Mal, wo wir, falls ihr euch erinnern könnt, da oben diese Typen auf dem Berg hatten. Die hier, gepumpt haben. Und die haben gesagt, die haben normalerweise irgendwie so ein Leuchtfeuer und das ist jetzt aus. Da kümmern wir uns mal jetzt noch als nächstes drum. Dann können wir danach noch diesen Dude hier suchen, der mir irgendwie Just oder was, wie das hieß, da verkauft. Dann passt das, glaube ich, auch erstmal mit den Nebenquests. Aber Spaß macht es auf jeden Fall schon, tatsächlich. Also jetzt auch hier die Nebenquests zu machen, das ist jetzt keine Aufgabe, die anödet oder langweilt oder so. Und da werde ich privat in der Welt ja auch auf jeden Fall noch das ein oder andere Mal reinschauen. Wie gesagt, nur fürs Let's Play belassen wir es dann mal dabei. Das Dorf Flibberdit. Ja, schön, dass hier ein Dorf ist. Wir reiten mal erstmal weiter. Richtung Leuchtfeuer. So, soll ich jetzt überhaupt, soll ich jetzt nochmal zu Steineid zurück? Ja, ne? Soll ich nochmal mit Steineid reden? Sagt der mir jetzt, wegen dem letzten Weltenfresser?
Ich glaube, ich gehe einfach nochmal zu ihm zurück und weil das haben wir immer gemacht, ne? Nach jedem Weltenfresser sind wir zu ihm zurückgegangen. Eine Brandungsbarriere. Damit wollte das Unternehmen die Kraft des fließenden Glibbers nutzen, der heute nicht mehr so gut fließt. So lange? Klagt, dass alles der Dunkelheit anheimfällt. Du das durch. Ein paar Späher wurden ausgesandt, um eine alte Höhle voller Kritzeleien zu finden. Nam tau tause plein? Sie sind schon lange weg. Jemand muss sie nach Hause bringen. Du bist aber nicht das Feuer. Was ist denn mit den Spielern passiert? Hier folgt wirklich... Also hier findest du Nebenquests in Nebenquests. Das wisse niemand. Sie sind zur Höhle gegangen, aber nie zurückgekehrt. Jukedjo. Meint, die Späher wissen, dass sie nach dem Leuchtfeuer Ausschau halten sollen. Ach so. Sobald es brennt, kommen sie zurück. Ja, dann zünd ich's einfach an. Problem gelöst, oder nicht? Das Leuchtfeuer ist zu schwer zu erreichen. Kannst du es tun? Ja. Hatte ich eh vor. Ich dachte, ich muss jetzt die Späher suchen gehen. In der Höhle verirrt haben. Ja, ich entzünde das Feuer neu. Schätzt, dass du eine Belohnung dafür bekommen könntest. Besser ist das. Kannst du es spüren? Es beginnt zu dämmern. Nein, nicht unbedingt. Genau. Übertreib es nicht mit dem Dunkel. Du hast noch viel Zeit. Nein! Nimm den Fuß von der Bremse. Volle Kraft voraus. Mit vollem Schwung umgedreht. Was? Nein! Vorwärts! Pah. Oh, ach so. Ach, drei verschiedene sind das? Okay. Ja, okay. Kriegen wir irgendwie hin. Da oben auf diesen Wurzeln des Baumes kannst du mit Sicherheit nicht langlaufen, oder? Ich meine, das ist ja fucking awesome, aber ich glaube, das geht safe nicht. Das geht safe nicht. So ein Leuchtfeuer ist... Oder vielleicht geht's doch. Es ist nie fern. Ist überrascht, dass die Tafel von der hohen Brandung nie fortgespült wurde. Horche, wenn du näher kommst, kannst du vielleicht eine Brandungsbarriere hören. Brandungsbarrieren nutzen die Kraft von fließendem Wasser. Diese Anlage musste aufhören, weil der Glibber zu fest wurde. Wie fest ist der Glibber? Nicht fest genug, um darauf zu stehen, aber zu fest, um durch die wichtigsten Teile der Brandungsbarriere zu gelangen. Wenn der Glibber sie nicht fortgewaschen hat, solltest du hier eine Spur finden. Ja, das ist jetzt schon wieder eine Nebenquest. Ah, hier ist auf jeden Fall so ein Bio-Ding. Oben, ganz oben drauf, ne? Kann ich da irgendwie... Ich dachte, ich kann jetzt hier von innen hochklettern. Kann ich das etwa nicht? Wie komme ich denn dann... Oh Gott, im Himmel. Auf gar keinen Fall. Jetzt da runter. Aber vielleicht müssen wir von hier aus da hoch. Geht das? Kann ich da so... Kann ich da so rauf und dann... Nee, also das ist nur, um sich wieder runter zu seilen. Okay, das geht also auf diese Weise nicht. Da muss ich doch hier irgendwie hochkommen, oder? Ach so, komme ich auch. Lol. Hier im Aufzugsschacht. Zack. An mit dem Leuchtfeuer. Ich würde jetzt sehr gerne diesen Gleiter benutzen, ne? Boah, das, ich dachte gerade wirklich auf den Baum des Lebens. Das ist krass. Da kommst du aber bestimmt nicht hin, aber das ist schon krass. Ne? Guck mal, wie weit das noch geht. Der geht hier all the way bis hier unten, aber den Weltenfresser haben wir schon besiegt. Der letzte Weltenfresser, der noch fehlt, ist halt er hier, ne? Der Kollege hier, Kollege Tonschuh. Riecht nach Ebbe. Der aussieht wie so eine Quappe mit einem Panzer oder sowas. Gott, das wäre jetzt fast nach hinten losgegangen. Aber ich denke mal, wir kriegen eh keinen Volldamage, ne? War bisher zumindest irgendwie nicht so. Ja, das ist aber schon nice. Das sieht schon awesome aus. Findet man nur selten.
Ja, so sah es auch aus. Aber ich weiß nur nicht, was ich mit diesen Modulen so wirklich anfangen kann, wenn ich ehrlich bin. Haben wir bisher noch nicht wirklich benutzt. Gibt ja bestimmt vieles, was ich irgendwie noch nicht so richtig gerafft habe. Aber wir kommen trotzdem durchs Game durch. Also ist es vielleicht gar nicht unbedingt notwendig. So, ja, wir können einfach den hier Ach, ich muss gar nichts machen. Ich muss einfach nur runterspringen und es passieren lassen, oder was? Okay, nee, irgendwie muss ich jetzt doch nochmal mit Leertaste bestätigen. Gut, das erspart uns hier natürlich einiges an Fußweg, ne, wenn wir einfach mit dem Glider hier runtergleiten. Aber was ist jetzt, wenn ich noch eine Illusion finde? Es gibt irgendwie, gab es nicht 50 Illusionen oder so? Und wir haben jetzt alle Upgrades, oder kommen dann Level 2er Roboter-Upgrades? Das wäre natürlich auch interessant. Hätte ich jetzt hier irgendwie nochmal einen Roboter gefunden? Quatsch, hätte ich hier irgendwie nochmal so eine Illusion gefunden? Wäre ich auf jeden Fall nochmal hingegangen. Obwohl wir die Kämpfe von denen mittlerweile gar nicht mehr schaffen können. Das ist die Spitze eines Schachters. Einer riesigen Grube, die Toxanol in den Wald schlug, um Dinge aus der Erde... Du musst die Räder aufeinander abstimmen. Hab sie aufeinander abgestimmt. Du hast den Dreh raus. Finde ich auch. Okay, der chillt hier und badet einfach, okay. Aber wie gesagt, der hat jetzt auch wieder eine Nebenquest für uns. Wir kümmern uns mal um das, was wir jetzt hier haben. Aber gut zu wissen, hier ist dann auch einer. Okay, das sieht auch ganz anders hier aus. Bei den anderen beiden war es so ein Hotel, also so ein Hochhaus. Und hier ist es jetzt irgendwie so ein Holz, so ein Holzturm. Auf jeden Fall danke für die ganzen Gesundheitspacks. Die nehme ich doch wirklich, wirklich gern mit. So, da müssen wir irgendwie hoch, ne? Wie machen wir das denn am besten? Hey, da rutsche ich einfach wieder runter. Was soll das? Hä? Wie kommen wir denn da am besten hoch? Wie soll denn das gehen? Oder irgendwie hier so hoch oder was? Nee. Ja, du kannst halt nicht so Free Climbing machen, ne? Das funktioniert nicht. Kann ich hier hoch quasi? Nee, das kann ich auch nicht. Wie komme ich denn da hoch? Oh Gott. Oh Gott. Nee. Nee, hier wollte ich nicht runter. Oh, da ist schon wieder ein Jaisner. Ich will eigentlich nicht gegen dich kämpfen, Bro. Ich will hier nur hoch, ne? Eigentlich will ich hier nur hoch. Aber wie? Wie und wo und... Ach, von da oben. Ich glaube, von da oben, oder? Oder ist das wieder nur, um zurückzukommen? Na. Sieht mir, um ehrlich zu sein, eher danach aus, als wäre es wieder, um so zurückzukommen. Alter, diese steilen Berge sind... Die sind ein bisschen AIDS, wenn man die nicht so richtig schön hochclimben kann. Zumindest manchmal nicht. Doch, das geht, weil wir hier höher sind. Perfekt. Aber ich wollte doch nur ein bisschen mit Style höher springen. Hat nicht geklappt. Gut, damit hätten wir die Leuchtfeuer auf jeden Fall schon mal wieder alle angezündet. Jetzt müssen wir zu dem Dude da zurück. Der ist halt da, ne? Der ist irgendwie jetzt nicht so groß auf der Karte markiert, sodass ich wieder zurück kann. Aber ich schätze mal, wie gesagt, nur wenn die einen Laden oder irgendwie ein kleines Haus haben, wo die sich drin befinden. Wenn die einfach nur irgendwo in der Welt rumstehen, dann macht es natürlich Sinn, dass da auch jetzt keine Schnellreise irgendwie möglich ist. Suche den Pilger? Nee. Suche den Pilger jetzt nicht. Alter. Musst du jetzt wirklich den ganzen Weg außen rumlaufen, anstatt einfach rüberzuspringen? Lass es galoppieren. Ja, awesome. Sieht aber schon awesome aus. Auf jeden Fall. Oder?
Nam tau tause plein? Sag du, würdest stets den Tag erhellen. Hä? Vielleicht nam sin. Okay, ich musste einfach nur einmal mit ihm reden. Er hatte nichts Neues mehr zu sagen. Okay, vielleicht, dass er gesagt hat, ich erhelle den Tag. Das war vielleicht irgendwie so eine Anspielung darauf. Das kann natürlich sein. Hier geht's wirklich tief runter. So, letzte Nebenquest, die wir machen, ist diesen Dude finden. Kuddel, genau. Das sieht auf jeden Fall aus, als wäre der in einem Gebiet... Ja, ein Gebiet, wo wir schon viel erkundet haben. Hier ist irgendwie noch ein Außenposten. Okay, wir haben hier viel erkundet, aber ich habe hier irgendwie nichts in der Nähe zum Schnellreisen. Oder von hier aus müssen wir dahin. Meinetwegen. Ach ja, die Zeiten noch von damals. Wisst ihr noch, wo wir den Außenposten hier eingenommen haben? Das waren noch so die Anfänge, kann man sagen, ne? Und dabei sind wir gar nicht mal so mega krass viel weiter jetzt. Ach komm, willst du mir allen Ernstes sagen, du kommst da nicht hoch? Was bist du denn für ein Reittier, Mann? Da komme ich sogar hoch. So. Los geht's. Das waren wirklich noch Zeiten. Und jetzt nähern wir uns, glaube ich, dem Ende der Hauptstory des Spiels. Waren auch, glaube ich, nur so 15 Spielstunden oder so angesetzt normalerweise für das Game. Okay, ich glaube, hier ist einfach auch ein bisschen lukrativer, wenn ich hier jetzt einfach runterspringe. Irgendwie glaube ich hier, ich habe was falsch gemacht, aber okay. Wir versuchen jetzt irgendwie einfach dahin zu kommen. Hätte vielleicht einen anderen Weg nehmen sollen. Ach, das solltest du jetzt wirklich überhaupt nicht machen. So, du ertrinkst jetzt da aber nicht, sondern kannst hier wieder hochspawnen, richtig? Ja, da ist er wieder. Ein bisschen mehr atmosphärische Musik würde ich mir hier noch wünschen. Das ist zwar schon ziemlich nice, wenn Musik kommt, aber sie kommt mir nicht oft genug, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch einfach in den Einstellungen da irgendwas hätte umstellen können. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Und ich laufe hier, glaube ich, definitiv einen Umweg jetzt, aber sei es drum. Sei es drum. Sag mal, aber wo laufe ich denn? Ja... Definitiv ein Umweg. Wir können auch da hoch, glaube ich, ne? Gott, ich also mache wirklich alles falsch. Okay, ich try jetzt mal da oben hoch zu klettern und dann von da aus mit dem Glider einfach runter zu springen, weil ich glaube, wenn wir da ganz oben sind, ist das wieder schneller. Alter! Scheiß Jäschner ist wieder hier. Nervt mal nicht. Blitzohr! Alles ist in Gefahr. Wir haben schon geile Skills mit dem C-Punkt. Ich weiß gar nicht, für was ich die jetzt noch ausgeben kann. Vor allem, also die dann aber da noch kommen, die sind halt... Die sind halt viel, viel teurer. Irgendwie so 12 oder so. Man kriegt nicht so viele von denen. Wie komme ich denn hier jetzt? Oder geht's nicht noch weiter? Ach, Mann. Ach, Mann. Ich habe wirklich irgendwie alles falsch gemacht. Beim Laufen zu dieser Scheiß-Quest. Ich hoffe, Kuddel ist es wert. Wahrscheinlich nicht. Naja. Ich versuche jetzt einfach mal so ein bisschen zu klettern, wie es halt gerade geht, ne? Oh Gott, wir sind wieder in so einem Gebiet hier. Dieses Silo ist, was darin wohl aufbewahrt wurde? Nein, ich will einfach nur mal weiter jetzt hier. Spring darüber, ja. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das klappt, aber es hat geklappt.
Das ist ein freundlicher Stamm, richtig. Das sind meine Dudes. Das ist Schlagum. In diesem kleinen Schiff da oben findest du eine Verbesserung. Mal sehen. Einer fehlt, glaube ich, noch für die Arche, ne? Da sind jetzt 3 von 4 Leute drin. Einer würde noch fehlen. Knuffel, Schnuffel, yo. Ich bin hier irgendwo in der Luft. Und Knuffel, Schnuffel will kämpfen, oder was? Oh! Okay, Knuffel, Schnuffel will definitiv kämpfen. Kritischer Treffer. Schnuffel wollte definitiv kämpfen. Da ist der Typ ja mit seinem Laden. Balani? Irgendwo am Arsch der Welt sitzt er hier. Die Lichtung ist wunderschön. Halte nach Kuddel Ausschau. Ja, der steht direkt neben mir. Mal sehen. Und der wird auch tatsächlich auf der Karte wieder markiert. Er hat von deinen Taten gehört, fürchtet aber, du würdest es vorziehen, im eigenen Saft zu schmoren. Du bist ein Koch? Fragt sich, wie du darauf kommst. Du liegst nicht ganz falsch, aber er bevorzugt die Bezeichnung Mixologe. Aha. Er fragt sich, was du jetzt tun willst, nachdem du so stark geworden bist. Wirst du die Welt ernähren oder dabei... Ernähren. Jeder fragt mich, was ich tun will, ob ich gut oder böse bin. Ich habe doch oft genug gezeigt, dass ich gut bin. So wie jemand, der belebende, gesunde Ernährung zu schätzen weiß. Er sagt, man isst, was man trinkt. Willst du gut sein, solltest du also gesund und gut trinken. Trinkst du nur Unsinn, wird es dich innerlich aushöhlen. Unsinn trinken, habe ich auch noch nie gehört. Voller Zutaten. Was du miteinander mischst und aufnimmst, liegt bei dir. Und wenn du bist, was du trinkst, was passiert dann, wenn du andere Zutaten wählst? Ich bin ich. Aber das würdest du nicht denken, oder? Doch. Findet es fantastisch, wie die Welt zu neuem Leben erwacht. So viel Frisches zu trinken. Findet es beeindruckend, wie sehr du dich angestrengt hast, der Welt wieder Geschmack zu verleihen. Findet es großartig, dass du dich den Myriad angeschlossen hast. Sie achten immer sehr darauf, was sie ihrem Körper zuführen. Nichts als Laub und Licht. Laub und Licht? Was so? Sagt, sie seien wie Pflanzen. Sie saugen die Sonne auf und verwandeln sie in Energie. Bitte, wie machen die das denn? Ist deine Unterhaltung zum Köchen. Solarkraft oder was? Er fragt sich, ob du schon mal eine Suppe hattest, die köstlicher als das Leben selbst war. Wenn nicht, bist du hier richtig. Für seinen Kuddelju ist er weithin bekannt. Seine Gedanken sind wie sein Jü. Immer ein halbes Kuddelmuddel. Deswegen nennen ihn auch alle, die ihn kennen, Kuddel. Unglaublich, oder? Ja, du laberst schon wieder sehr viel. Dass ihn noch mehr Kunden kennen. Er verspricht dir, sich um dich zu kümmern, wenn du dich für ihn um etwas kümmerst. Ja, okay. Ist er wirklich so gut? Denkt, sobald du davon kostest, wirst du nie wieder etwas anderes gurgeln wollen. Kuddel möchte, dass du nach einem Farbspektrum Ausschau hältst, das nach dem Regen in der Sonne leuchtet. Er sucht nach einem Konzentrat der prismatischen Brechung des Sonnenlichts. Bitte was? Von köstlichen Regentropfen am Himmel. Dort, wo die Farbe auf den Boden trifft, findest du das Konzentrat. Bring es zu ihm, dann bereitet er dir einen Kuddelju zu. Ich könnte mir das auch einfach jetzt nehmen, nein. Klingt gut. Verspricht, dass du so etwas noch nie probiert hast. Um genau zu sein, hat das auch sonst keiner. Erreiche den Aussichtspunkt und finde den Regenbogen. Dieser Dude. Hat's jetzt extra?
Hat es jetzt extra wegen dieser Quest angefangen zu regnen? Würdest du mir das damit sagen? Also mir war schon klar, dass er über so einen Regenbogen spricht, aber deswegen hat es jetzt angefangen zu regnen. Das ist auch schon irgendwie cool, ne? Das macht halt auch Sinn, dass wir das bei Regen nur, also dass wir das halt bei Regen erreichen da. So, ich sehe schon, da ist gelb markiert an der Wand. Ich hoffe, da kann man hochklettern. Weil wie sonst sollten wir da zum Aussichtspunkt kommen? Ja, da können wir hoch. Einfach alles auf. Das ist echt nice, dass du an solchen Stellen einfach den ganzen Berg hochklettern kannst. Der strahlende Farbenbogen durchzieht den Himmel. Folge ihm zu seinem Ende. Boah, okay, da strahlt er wirklich richtig krass. Aber ist das dein Ernst? Bis dahin soll ich? Okay, meinetwegen. Mit dem Glider geht's schneller. Verpisst euch, ich will dem Regenbogen folgen, ich habe keine Zeit für euch. Regenbogen ist wichtiger. Was ist denn hier jetzt los? Ende von irgendeinem. Ja, Ende von den Schienen hier. Oh Gott, okay. Geht's dir gut? Mute? Puh. Ja, dem geht's gut. Ich habe noch nie gesehen, dass die eine Lebensanzeige haben, also werden die wohl nicht sterben, wa? Vorstadt. Hier waren wir auch schon mal. Haut ab, ich will zum Regenbogen. Wir sind hier nahe beim Baum des Lebens, ne? Ja, der ist ja da vorne sogar. Alter, das ist nicht euer Ernst, ne? Ihr wollt mir meinen Schatz wegnehmen. Ich bin den ganzen Weg hierher gekommen, ich gebe hier nicht auf. Haut ab, ihr scheiß Banditen. Der Typ ist völlig verwirrt durch das Gift. Er hat den Bezug zur Realität komplett verloren. Richte einfach die Zahnräder an diesem Schloss aus. Dann sollte es aufgehen. Nein! Die Zahnräder sind hinüber. Ich dachte, ich kann es jetzt nicht mehr nochmal probieren. Okay, das war ein bisschen einfacher jetzt. Aber ja, ich war sowieso. Es ist sowieso eigentlich relativ einfach. Diese Rätsel sind ziemlich einfach. Das war einfach. Gelinde gesagt, ziemlich dumm von mir. End of the Rainbow. Da gibt es sogar wirklich ein Achievement für. Na Mensch, da haben wir doch einigen Leuten heute geholfen, ja, und uns selber auch ein bisschen dabei. Vielleicht gibt das ja sogar jetzt noch genug EP, um Level abzusteigen. Das wäre nämlich wirklich schön. Wir haben, was du wolltest. Kuddel kann dir gar nicht genug danken. Nichts geht über eine Überraschung nach dem Regen. Mena. Er dachte, er könnte dir Kuddeljü kochen. Doch er hat keine Auffüllgläser. Willst du mich verarschen? Kann er den Jü nicht abfüllen. Mena. Bring ihm neue Auffüllgläser. Dann kocht er dir in der Zwischenzeit den Jü. Wenn du zurückkommst, wird er bereits fertig sein. Du Wichser. Von Glas ist nicht schwer zu finden. Für gewöhnlich treiben sie auf dem Nass herum. Ich würde das hier gerne sagen, aber der Typ ist, ich weiß nicht, der sieht so aus, als könnte man ihm einfach nicht böse sein, so, ne? Dank dir erweist er der Welt einen Gefallen, den sie so schnell nicht vergessen wird. Wo ist das Dunkel jetzt? Schon längst weg. Was? Warte! Ich bin doch direkt hier! Wie war das? Hat da jemand was gesagt? Ich bin direkt hier! Hallo? Ist da jemand? Das Dunkel wird hier komplett gemobbt von uns. Freut sich über deinen Besuch. Ja, ich mache mich auf den Weg, ne? Hofft, dich bald wiederzusehen. Wenn ich das Glas hab. Da, oh Gott, okay. Ja gut, da kommen wir ja tatsächlich dann mit unserem Dingsbums da relativ schnell hin. Ach, das ist sogar, glaube ich,
Hier waren wir auch schon mal. Da zu dieser Insel sind wir rüber gesprungen. Damals noch. Wieso? Mit welcher Begründung kann der... Wieso nicht? Wieso denn nicht? Das ist doch Wasser hier. Die Zukunft liegt in deinen Händen. Ich hoffe, ich kann diesen Glibbergleiter jetzt hier im Wasser holen. Weil sonst komme ich da doch nicht hin. Normalerweise müsste das ja auch eigentlich gehen, ne? Ich verstehe nicht, wieso ich den hier nicht rufen kann, tatsächlich. Ne, es funktioniert hier aus irgendeinem Grund jetzt nicht. Da komme ich aber nicht rüber sonst. Was sind denn das für Schlangen eigentlich? Ich brauche den. Ernsthaft, komm schon, warum nicht? Hä? Wo ist das Problem, Alter? Wir speichern auf jeden Fall vorher ab, ne? Dann muss ich das jetzt hier auf diese Weise... Okay, das funktioniert. Wir haben genug Ausdauer dafür. Aber komisch. Den sollte man benutzen können. Alter. Lass den Scheiß. Okay, die gehen auch nicht weg. Gib mir einfach schnell ein paar Apfelgläser. Oder Auffüllgläser, meinetwegen auch so. Oh, hier ist noch Beute. Oh, das ist perfekt. Und zurück zu ihm. Das wundert mich wirklich. Ist das ein Bug jetzt wirklich einfach nur gewesen? Oder soll ich den nicht mehr benutzen können? Aber eigentlich haben wir den doch jetzt, damit wir über... Also damit wir halt einfach über Wasser fahren können, richtig? So, füll mir jetzt ab, aber nicht noch eine Bitte. Google meint, da er jetzt ein Auffüllglas hat, trennt er sich gerne von einem Spritzer seines besonders belebenden Kuddeljus. Ja, besser ist das. Im Laufe der Jahre haben sich eine ganze Reihe an Kuriositäten angehäuft. Ja, okay. Der Acker? Allerdings ziehen diese Dinge ihn nun so nach unten, seit er sich dem Himmel zugewandt hat. Upsi, de la Pocani. Schätzt, du solltest so viel nehmen, wie du willst, und den Rest denen lassen, die es mehr brauchen. Ein bisschen, was will ich ja auch. Wenn die Arche unter deinem Kommando steht, fragt er sich, wie viel du über sie weißt. Sie ist unglaublich, ja, wunderbar. Dass es so sein muss. Zu schade, dass du sie nicht essen kannst. Digga, der Typ ist... Schätzt, wenn die Welt bestehen bleibt, könnte man... Ja, ist okay, du kommst, du kannst auch in die Arche. Ich wähle dich als viertes Mitglied aus. Zutaten sammeln. Obwohl du mich ja durch die Welt schickst, das macht ja jeder. Aber den finde ich ganz niedlich tatsächlich. Alles Erdenkliche tust, um die Welt ins rechte Lot zu bringen. Ja, das ist schön. Sagt, vielleicht ist ja noch ein Platz in der Arche frei. Er wüsste genau, was er für die Reise brauen würde. Hier bietet sich die Gelegenheit, deinem Nächsten zu helfen. Warum? Du brauchst nur dich selbst. Ja, der kommt mit. Der kann uns was Leckeres. Der kann uns ein leckeres Getränk machen dann auf der Reise. Mena bedankt sich für den Platz in der Arche. Er wird für die Reise eine Ladung des besten Jus brauchen. Digga, wie geil wäre das, wenn Biomutant 2... meint, du erhältst stets... Wie geil wäre das, wenn in Biomutant 2 man dann wirklich den Spielstand laden kann aus dem ersten Teil und die Leute mitnimmt und wirklich irgendwo hinfliegt? Das wäre irgendwie cool. Hofft, dich bald wiederzusehen. Hauptquest abgeschlossen, die Arche. Ja, wir haben jetzt alle Leute in der Arche. Gut, okay, im nächsten Part geht's dann ab zum letzten Weltenfresser. Nochmal zu Steinalt, schätze ich mal. Ich meine, das kann ich ja jetzt noch einmal ganz kurz nachschauen. Was ist denn hier bei Hauptquests? Beziehungsweise, nee, es ist wirklich jetzt einfach nur... Wird mir das jetzt irgendwie angezeigt irgendwo? Nee, ne? Mir wird... Genieß die Dunkelheit. Mir wird nicht mal angezeigt, wo ich hingehen soll. Ich muss mich wirklich fragen, soll ich jetzt einfach in die Richtung oder soll ich doch nochmal zu Steinalt? Naja, gut. Ich werde einfach mal nochmal zu Steinalt und den nochmal fragen, was Sache ist. Vielleicht hat er noch irgendwas dazu zu sagen. Normalerweise wird er immer markiert. Dem ist jetzt scheinbar nicht so. Okay, dann beim schönen Vollmond bedanke ich mich fürs Einschalten und wir sehen uns wieder. Bis dahin und ciao.